Der Begriff Tenbagger wurde von Peter Lynch, einem der berühmtesten Investmentfondsmanager, in seinem Buch One Up on a Wall Street geprägt. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal durchlesen, falls ihr euch für dieses Thema interessiert. Und dieser Begriff Tenbagger bezieht sich auf jede Anlage und Investition, die den Wert um das Zehnfache des Kaufpreises steigert oder zumindest das Potenzial hat, sich um das Zehnfache zu steigern. Nachdem wir jetzt geklärt haben, was ein Tenbagger überhaupt ist, stellen sich an dieser Stelle zwei Fragen. Und die wichtigste Frage, die allererste Frage ist natürlich, wie erkennt man überhaupt einen Tenbagger? Und die zweite Frage ist, welche Vor- bzw. Nachteile hat man denn überhaupt bei Tenbagger Investments? Dann fangen wir doch erstmal damit an zu klären, wie man Tenbagger Investments erkennen kann. Und das Schöne ist, wir müssen uns nur die Vergangenheit anschauen, denn in der Vergangenheit haben wir ja schon viele Tenbagger Investments gesehen, wie zum Beispiel Google, Tesla oder auch Bitcoin, die sich teilweise auch mehr als verzehnfacht haben. Und unser Glück ist, dass all diese Investments ganz spezielle Merkmale haben. Denn zum einen sind Tenbagger Investments in der Regel neue Technologien oder Produkte, das heißt, es ist immer etwas extrem Innovatives. Zum einen haben wir das natürlich bei Tesla gesehen mit den Elektrofahrzeugen, aber auch zum Beispiel bei Smartphones, denn Apple hat es geschafft, mit dem iPhone die Handys komplett vom Markt zu fegen. Das heißt, dieses Produkt ist viel effizienter und besser als die Handys. Zumindest hat das der Markt entschieden. Oder auch bei den Kryptowährungen Bitcoin, als das etabliert wurde, konnte man sehen, dass sehr, sehr viele Leute dort eingestiegen sind, weil ein vollkommen neues Asset kreiert wurde. Also wirklich extrem innovativ. Und dementsprechend hat sich der Kurs natürlich auch deutlich mehr als verzehnfacht. Außerdem merken wir jetzt hier schon an dieser Stelle, dass es sehr, sehr wichtig ist zu schauen, wie die gesellschaftlichen Trends sich entwickeln, denn am Ende entscheiden natürlich die Menschen, wie viel etwas wert ist, wie zum Beispiel mit den Smartphones oder iPhones. Wenn alle Leute anfangen, das Ganze zu nutzen, dann wird es natürlich auch umso wertvoller für andere Menschen. Das sieht man auch zum Beispiel bei Google Search, wenn zum Beispiel sehr, sehr viele Leute dort ihre Daten lassen, dann wird dieses Programm oder generell diese Software immer effizienter. Genau das gleiche natürlich auch beim Bitcoin. Das heißt, der gesellschaftliche Trend zu sehen, ob die Leute in diese Technologie dann eben einsteigen wollen oder das Ganze nutzen wollen, ist hier an dieser Stelle extrem wichtig. Zu guter Letzt ist natürlich auch die Rolle der Regierung extrem wichtig. Ein extrem gutes Beispiel ist hier wohl Tesla, denn die konnten natürlich mit den Elektrofahrzeugen von der Politik sehr profitieren in den letzten Jahren. Hier muss man ganz genau schauen, wo wollen die Staaten, also die verschiedenen Länder, die Politik per se dann uns hinbringen, und wenn die sagen, hey, die grüne Welle ist das Richtige und dementsprechend werden irgendwelche Unternehmen, die genau diese Welle dann eben verfolgen, subventioniert und haben dann eben irgendwelche Wettbewerbsvorteile gegenüber alten oder älteren Unternehmen, dann wird es auch langfristig wahrscheinlich so sein, dass sich auch dementsprechend diese Technologie durchsetzt, weil die einfach das Ganze viel besser aufbauen können als jemand, der noch ganz hohe Kosten hat. Das ist ja vollkommen logisch. Da sollte man sich immer auch die Rolle der Regierung in der ganzen Geschichte anschauen. Es ist also tatsächlich möglich, anhand einiger Merkmale zu erkennen, ob dieses Investment ein Tenbagger-Investment sein kann, also das Potenzial hat, ein Tenbagger zu sein oder eben nicht. Wobei man an dieser Stelle ganz klar sagen muss, in der Theorie hört sich das natürlich deutlich einfacher an als in der Praxis. Und damit kommen wir auch schon zu der zweiten Frage, welche Vor- und Nachteile bieten denn Tenbagger-Investments? Zum einen fangen wir jetzt hier mal mit den Vorteilen an, und der größte und erste Vorteil wäre wohl die hohe Renditechance, die man dann hier erzielen kann. Und der nächste Vorteil dementsprechend wäre natürlich auch, dass man hier nur kleine Beträge investieren muss. Man muss jetzt nicht sofort mit großen Beträgen einsteigen, kann nämlich aufgrund dieser extrem hohen Renditechance dann trotzdem sehr, sehr stark halt davon profitieren. Das bedeutet natürlich auf der anderen Seite, dass man auch mit diesen kleinen Beträgen in mehrere Unternehmen gleichzeitig einsteigen kann, und dementsprechend kann man natürlich auch viel mehr diversifizieren als bei diesen krassen Unternehmen, die schon von Anfang an sehr viel kosten. Leider hat das Ganze natürlich auch Nachteile, und die größten Nachteile sind wohl, dass Tenbagger Investments in der Regel extrem volatil sind. Das heißt, die sind nicht so sicher oder kein sicherer Hafen, sondern man muss da wirklich einiges aussitzen, und an der anderen Stelle sind es natürlich auch, wie vorher schon erwähnt, neue Technologien oder Produkte, sehr, sehr innovativ. Das heißt, die sind auch anfällig für Konkurrenz. Also wenn jetzt ein neuer Konkurrent reinkommt, weil dieses Unternehmen noch nicht etabliert ist, noch nicht so eine starke Marke hat, dann ist es auch dementsprechend sehr, sehr einfach, dieses Unternehmen oder dieses Produkt, diese Technologie vom Markt zu fegen. Dann schauen wir uns doch die erste Kryptowährung an, und das ist Polygon bzw. Matic. Ich bin übrigens selbst in jede einzelne Kryptowährung, die ich heute nennen werde, investiert, weil ich wirklich daran glaube, dass die sich verzehnfachen werden. Und wenn man sich die Daten anschaut, hier vor allem bei der Preisstatistik, dann sehen wir natürlich als erstes den Preis. Polygon kostet ungefähr 1,20 Euro. Derzeit sind auf Rang 10 bei den Kryptowährungen, was natürlich positiv ist, dass es keine No-Name-Kryptowährung ist, von der man noch nie was gehört hat und die keiner nutzt. Das ist definitiv schon mal nicht schlecht. Kann sich aber natürlich jederzeit ändern, das muss man auch berücksichtigen. Auf jeden Fall ist Polygon ein bisschen spezieller als zum Beispiel der Bitcoin, denn es ist nicht Layer 1, sondern es ist Layer 2, also eine Layer 2 Skalierungslösung bzw. Kryptowährung, die auf der Blockchain von Ethereum basiert, das Ganze quasi erweitert, könnte man sagen.
Und was positiv ist, es wird natürlich von Binance und Coinbase unterstützt. Das heißt, man kann das Ganze auch handeln und kaufen, was ganz cool ist. Und das Projekt generell zielt darauf ab, die Masseneinführung von Kryptowährungen zu fördern, indem es Probleme mit der Skalierbarkeit, die es bei vielen Blockchains ja nun mal gibt, löst. Was natürlich sehr, sehr cool ist. Und dabei prahlt zum Beispiel Polygon mit bis zu 65.000 Transaktionen pro Sekunde in einer einzelnen Sidechain sowie mit einer beachtlichen Blockbestätigungszeit von weniger als 2 Sekunden. Da ist natürlich Bitcoin weit hinterher und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass diese neuen Kryptowährungen auch effizienter sind als Bitcoin. Ansonsten macht es keinen Sinn, die dann eben zu kaufen. Was cool wird oder cool ist bei Matic, Polygon, natürlich das Thema NFTs und das wird ja mit der Zeit definitiv größer und größer werden. Das ist ganz cool, denn da kann man alles sehr, sehr günstig erwerben. Also Matic, Polygon Transaktionen sind auch nicht wirklich teuer, was natürlich ein großer Vorteil zum Beispiel zu Ethereum ist, denn Ethereum hat sogenannte sehr, sehr hohe Gas-Fees. Die sind sehr, sehr hoch, also die Gebühren sind dort sehr, sehr hoch für die Transaktionen. Das ist bei Matic ganz anders und ist dementsprechend eine sehr, sehr coole Erweiterung. Was vielleicht für jeden Investor ganz cool ist, ist natürlich zu wissen, was wird es für ein Angebot geben an Tokens irgendwann. Und das ist sehr coolerweise begrenzt auf 10 Milliarden insgesamt. Derzeit haben wir knapp ungefähr die Hälfte, also knapp 5 Milliarden im Umlauf. Und begrenzt ist das Ganze auf 10 Milliarden, ist also nicht wie eine Fiat-Währung, die unendlich gedruckt werden kann, sondern es gibt irgendwann auch tatsächlich eine Begrenzung. Dann kommen wir auch schon zu der zweiten Kryptowährung und das ist eine meiner Lieblingskryptowährungen und zwar zu Solana. Wenn wir uns jetzt hier die Daten anschauen, dann sehen wir einmal hier natürlich den Preis, derzeit bei knapp 21 Euro. Der Rang ist tatsächlich ein Rang hinter Polygon. Wir sind hier auf Rang 11, was sich aber jederzeit ändern kann. Der Gründer, sehr, sehr interessant, kann man viele Interviews zu lesen, ist der Anatoly Jakovenko, ein sehr, sehr schlauer Typ, kann ich nur raten, ein paar Interviews für ihn anzuschauen. Und man muss hier zu sagen, was macht Solana einzigartig? Eine der wichtigsten Innovationen, die Solana mit sich bringt, ist die von Anatoly Jakovenko entwickelte Proof of History Konsens. Und die ist wirklich cool, denn die ermöglicht es wirklich eine bessere Skalierbarkeit im Protokoll zu ermöglichen und das erhöht natürlich logischerweise die Benutzerfreundlichkeit. Damit schafft es Solana und das ist das, was ich persönlich so schön finde, halt unglaublich kurze Verarbeitungszeiten zu generieren. Und mit Solana kann man auch zum Beispiel nicht nur ganz normale Transaktionen machen, sondern man kann auch NFTs kaufen, also sehr, sehr viele Smart Contracts, sehr, sehr viele NFTs sind auf der Solana Blockchain basierend. Das heißt, man kann das dort damit handeln und wir wissen alle, die NFTs werden mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit in Zukunft noch viel größer werden. Das Ganze wird noch mehr gehypt. Da bin ich persönlich von überzeugt. Du kannst mal deine Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Und das Coole bei Solana ist halt einfach, dass es natürlich auch mit den sehr, sehr schnellen, blitzschnellen Bearbeitungszeiten, muss man einfach so sagen, nicht nur bei den ganz normalen Leuten Interesse weckt, sondern natürlich auch großes Interesse bei Institutionen weckt. Das ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr interessant, dass auch Institutionen dort halt mit einsteigen. Und was natürlich auch ganz cool ist oder eins der wichtigsten Versprechen von Solana an die Kunden, dass nicht höhere Gebühren oder Steuern irgendwann auf die zukommen werden. Das heißt, man hat extrem niedrige Transaktionskosten derzeit, das ist wirklich unglaublich, und eine sehr, sehr schnelle Bearbeitungszeit, was natürlich zwei sehr, sehr große Vorteile sind, die diese Skalierbarkeit von Solana immer weiter erhöhen. Und was natürlich für jeden Investor sehr, sehr wichtig ist, es ist auch wirklich begrenzt auf 489 Millionen Solana-Tokens. Das heißt, man wird davon ausgehen, dass das irgendwann die Grenze sein wird und zum jetzigen Zeitpunkt hat man noch ungefähr 260 Millionen, die sich im Markt befinden. Und damit kommen wir auch schon zu der letzten und dritten Kryptowährung, von der ich glaube, dass die sich noch verzehnfachen wird. Die ist zwar sehr, sehr bekannt und schon mittlerweile groß, aber ich glaube trotzdem, dass dort noch sehr viel Potenzial drin steckt. Und das ist Ethereum, sollte eigentlich den meisten schon bekannt sein. Und ja, der Preis liegt schon bei 1500 Euro, aber ich glaube, da ist noch einiges drin. Und der Rang, ja klar, wir sind jetzt immer noch hinter Bitcoin, wir sind jetzt noch auf Platz 2, was den Rang bei den Kryptowährungen angeht. Ich glaube aber, dass tatsächlich Ethereum das Potenzial hat, Platz 1 zu ergattern, also Bitcoin irgendwann abzulösen, weil das einfach ein sehr, sehr ja, nutzerfreundliches System ist, beziehungsweise es hat einfach viel mehr Anwendung als zum Beispiel der Bitcoin und es ist insgesamt ein dezentrales Open-Source-Blockchain-System und das Schöne an Ethereum ist einfach, dass es schon sehr bekannt und sehr etabliert ist und extrem viele Kryptowährungen, Layer-2-Kryptowährungen basieren auf dem Blockchain-System, wie ja zum Beispiel Polygon. Und damit kann man davon ausgehen, dass auch in der Zukunft sehr, sehr viel bei Ethereum passieren kann, denn es wird immer wieder daran geforscht, es wird immer wieder geguckt, wie man darauf etwas Besseres optimieren kann. Also sehr, sehr viele sind halt von dem System von Ethereum abhängig. Das heißt, das wird definitiv spannend bleiben. Wie gesagt, das sind meine drei Kryptowährungen, von denen ich persönlich glaube, dass die sich verzehnfachen können.
Falls du irgendwie eine Idee hast, irgendeine andere Kryptowährung, von der du glaubst, dass die sich verzehnfachen kann, dann schreib sie mir gerne in die Kommentare. Natürlich war das Ganze recht oberflächlich hier gehalten. Ich kann jetzt nicht ins Detail gehen bei drei Kryptowährungen, das Ganze eins zu eins analysieren. Falls du irgendwelche ausführlicheren Videos, Analysen dazu haben möchtest, schreib es auch gerne in die Kommentare. Dann kann ich mir anschauen, dass ich so etwas kreiere. Und ansonsten, wenn es dir geholfen oder gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren mit Glocke und wir sehen uns im nächsten Video.